Hallo, mein Name ist Josh und das ist kein Speed-Up und willkommen zurück zu einer weiteren Folge All the Mods 7 to the Sky. Hallo, mein Name ist Josh und willkommen zurück zu einer weiteren Runde All the Mods 7 to the Sky. In der letzten Folge haben wir unser erstes Vibranium bekommen, haben eine Latexgenerierung aufgebaut für Industrial Foregoing. Und dementsprechend auch hier schon die erste Maschinerie angeschlossen. Sieht man schön aus, muss ich noch überarbeiten, aber ich will noch warten, weil wahrscheinlich noch weitere Maschinen hinkommen. Und wir haben in der letzten Folge hier eine Mopfer. Ah ne, Moment. Eine Farm aufgebaut für Pink Slime. Ich musste das nochmal überarbeiten. Weil vielleicht kann mir das irgendeiner erklären. Ich weiß es beim besten Willen nicht. Wir hatten hier einen schönen 5x5 Würfel aus Golden Dirt. Überall sind diese kleinen. Ich weiß nicht, ob das Kobolde oder was da sein sollen, sind von Ars Novus gespawnt. Ich habe jetzt so einen Chicken Spawner gemacht mit Apotheosis. Wer es nicht weiß, Spawner kann man hier abbauen mit Silk Touch und die dann über bestimmte Items und Spawn-Eier verändern, wie man möchte. Und ich habe selbst hier nochmal eine größere Ecke aufgebaut. Es ist nichts gespawnt. Ich hatte hier den Cage auch stehen gehabt, ich habe hier den Spawner aufgebaut, es sind keine Hühner gespawnt. Den Spawner habe ich hier hingepackt und auf einmal spawnt was. Ich habe keine Ahnung, was das war. Aber jetzt generieren wir auch besser Pink Slime. Ich hatte heute Morgen ein Vorstellungsgespräch gehabt. Das lief relativ gut, sollte die Frage kommen. Und quasi von der Zeit von gestern Abend bis heute Morgen, so circa 12 Stunden, habe ich reingeschaut ins System und wir hatten genau zwei Buckets Pink Slime. Ist schon eine andere Zahl. So, Pink Slime können wir dann jetzt auch effektiv endlich mal verwenden. Wir brauchen erstmal eine Dissolution Chamber. Wieso wir jetzt fragen, wieso wir noch eine brauchen? Wir haben doch schon eine. Ja, aber wir brauchen jetzt eine für die nächste Flüssigkeit, denn wir können jetzt gleich das nächste Casing machen. So, stellen wir jetzt einmal hier auf. Ich hoffe, dass ich hier noch genug Platz frei habe. Wie viele Kanäle hat das Kabel hier noch? Ich muss. Mittlerweile bin ich mal so weit, dass ich mal. Ja, eins kann ich schon anschließen. Mittlerweile bin ich so weit, dass ich auf jeden Fall mal schauen muss, mein ganzes Kabelmanagement hier ein bisschen überarbeiten. Ich habe eigentlich schon P2P-Channels gemacht. Point-to-Point. Ich weiß, wieso ich immer Peer-to-Peer sage. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein allgemeiner Fehler. Aber gut. Wir wollen ein Universal Cable. Wir brauchen einen Export-Bus. Wir brauchen wenig Kabel. Ich nehme schon mal sofort das Smart Cable mit und bestelle schon mal. Kommt, was haben wir ganz doof? 1000. Hauptsache, wir haben was. Was brauche ich noch? Ich brauche noch einen Provider. Nehmen wir den, machen wir das so. Und dann brauchen wir noch einen Bucket of Pink Slime. Einen Eimer. Wir können auch Acceleration Cards mitnehmen und Pink Slime einen Eimer. So. Dann einmal hier. Nein, nicht das Dance, das Universal Cable. Ach ja, da war ja was. Oh, das wär jetzt fast schief gegangen. Ich glaube, das Kabel ist verloren gegangen. Aber ist jetzt nicht schlimm. Kabel kann ich schnell nachholen. Im Grunde genommen schließt man jetzt hier auch wieder nur ein Dance Cable an. Sagen Pink Slime rein, aber bitte. So. Und mit diesem Pink Slime können wir jetzt ganz einfach sagen: Moment. Wir machen das mal anders. Pink. Nee, nicht A. Slime. Mit diesem Pink Slime können wir jetzt erstmal Pink Slime Ingots herstellen. Ich weiß aber nicht genau, ob wir die wirklich brauchen. Ich glaube nicht. Was wichtiger ist, wir können Advanced Machine Frames herstellen. Mit diesen Advanced Machine Frames können wir. Was in die Fruit Saving Machine aufbauen, Explosive Generator, ja, Infinity Charger oder eine Fluid Laser Base, die wir auf jeden Fall brauchen werden. Eine Material Stonewall Factory, die ist immer relativ gut, kann man eigentlich meistens gebrauchen. Ein Mob Duplicator, eigentlich nichts anderes als ein Spawner. Wir könnten jetzt Black Hole Tanks machen oder einen Mob Crusher, was auch für ihn wieder interessant ist, für eine Mob Farm. Ein Enchantment Extractor, auf den habe ich jetzt ehrlich gesagt abgesehen, weil ich auch mal gucken möchte, dass wir so langsam mal
die Enchantments so ein bisschen machen, weitermachen, einen Enchantment Applicator. Also es geht langsam weiter. Wir haben heute den 3.11. und wir haben immer noch dieses Event. Also länger hätte man das auch nicht einstellen können. Gut. Ich mache jetzt einfach mal gerade das Rezept fertig für alles und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir können jetzt offiziell die Trans Machine Frames autocraften. Ich bin gespannt, ob das jetzt auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich sage jetzt einfach mal, ich will 10 Stück haben. Oh. Ein Rezept habe ich übersehen. Einen Nether Brick. Das ist aber auch relativ schnell hergestellt. Wo haben wir so ein Furnace? Da. Und dann machen wir einfach nochmal 10 Stück. Ich habe keinen Nether Brick im Bett. Okay, dann hole ich mal kurz ein bisschen Nether Brick an. So, jetzt sollte aber eigentlich alles passen. 10 Stück, schauen wir mal. Ja, das sieht schon mal besser aus. Und wir schauen einmal, ob der das hier drüben auch nochmal craftet. Ja. Achso, erstmal macht er hier die fertig und dann habe ich hier natürlich noch keinen Outpost gesetzt. Okay. Und dann dürfte er jetzt hier. Jawohl, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Man kann die Rezepte jetzt hier auch noch locken, möchte ich jetzt aber nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, mehrere zu machen. Ich habe jetzt einfach ganz doof gesagt, hier über den ME-Pattern im Provider, er soll keine Crafting-Ingredients reinsetzen, wenn schon ein Rezept drin ist. Damit dürfte das eigentlich auch schon gelöst sein. So, das ist aber schon mal sehr gut. Dann können wir als nächstes weitermachen. Und zwar möchte ich heute gucken, einen Ore-Laser aufbauen. Haben wir dafür alles da? Nein, wir brauchen Iron Ore. Das sollten wir aber relativ schnell rankriegen. Ansonsten, was würde jetzt noch fehlen? Die Diamond Pickaxe. 1, 2, 3. Also brauchen wir jetzt nur noch die Laser Base. Den Iron Ore. Das ist nicht das Thema. Ich gehe mal kurz ein bisschen was ranholen. Einmal kurz in Twilight Forest, Vein Miner. Und das reicht. So, dann schauen wir mal, ob wir die Laser jetzt hinkriegen. Wir wollen insgesamt 3 Stück, beziehungsweise die Diamond Gears können wir mal gerade machen. Machen wir einfach mal gerade, komm, 100, wir haben's. Ich bezweifle, dass uns so schnell die Diamanten ausgehen werden. Auf jeden Fall. Laser Base, wir wollen 3 Stück davon. Warum, hört ihr heute noch? Und wir wollen die Laser Drills. Ich glaube, da mache ich mal gerade ein Rezept von. So, Laser Drill packen wir hier rein. Nein, da rein. Und wir wollen von den Laser Drill, wollen wir 36 haben. Fällt jetzt auch die Schnauze. Und ich habe zu wenig Plastik. Na gut, dann machen wir jetzt mal ganz doof hier wieder an und lassen das einfach mal ein bisschen laufen. Beziehungsweise hier kann eigentlich auch noch ein Processing rein. Und dann geht das auch ein bisschen schneller. Bis gleich. Wir können auch erstmal nur 12 Laser machen, dann kommen wir auch weiter voran. Wisst ihr, was vielleicht auch weiterhelfen würde, wenn das Plastik eng ist? Rezepte für Plastik einfügen. Ich denke mir so, wieso kommt da nichts? Aber naja. Wir machen jetzt 12 Laser Drills. Das sollte relativ flott gehen. Ja gut, die Simple Machine Flips. Was haben wir jetzt mit diesem Plastik für? Beziehungsweise mit dem Laserbase. Wir können einen Laserdrill aufbauen, um Erze zu generieren. Ja. Unspektakulär. Oho, was ist das denn? Wir können mit dem Laserdrill Raw All the Modium Ore kriegen, aber auch nur im Twilight Forest oder in bestimmten Bion. Ich glaube, das ist aber alles Twilight Forest Biome. Und wir wollen dafür eine Yellow Laser Lens machen. Was ist das jetzt schon wieder? Die Laser Lens ist quasi eine Priorisierung. Die mache ich jetzt einfach mal gerade per Hand. Brauchen genau 4 Glaspanes für. Plus einmal Yellow Dye. Quasi haben wir mit über die Laser Lens einfach eine erhöhte Chance, an die Erze ranzukommen, die wir auch wollen. So. Die Laser sind fertig. Wir brauchen eine Ender Chest. Ich nehme jetzt einfach schon mal 3 mit. Weil ihr könntet bestimmt schon denken, worauf es heute hinauslaufen wird. Ultimate Cable und wir brauchen Flux Points. Dann nehmen wir alle 3 auch mal mit. So, dann würde ich sagen, gehen wir da mal in den Twilight Forest. Wir haben ja jetzt im Twilight Forest so eine
kleine Lücke, würde ich sagen. Das ist sehr gut, weil wir hier die Laserbits aufbauen werden. Na, das ist falsch rum. Wir machen da hier einmal frei. Sagen so und machen dann einmal 1, 2. Oder? Nee, das muss hier hin. So, man sieht jetzt schon, die Verbindung ist gegeben. Die Partikel kommen rein. Stimmt, man kann ja mehrere davon reintun. Das ist jetzt aber erstmal egal. Wir machen jetzt erstmal nur ein Setup fertig. Und zwar ungefähr so. Die Laser powern ist quasi die Laserbase in der Mitte. Man sieht jetzt schon hier langsam Progress hochsteigen. Und wir packen jetzt hier überall einmal die Updates rein. Dann sollten wir hier in der Mitte eindeutig schneller Progress kriegen. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Draw Osmium rausbekommen. Und wenn wir das jetzt einmal komplett hochpowern, dann sollte... Ja, man sieht schon, wie schnell es jetzt ansteigt. Nur mit 3 upgraded. Also die Laser... Robux sieht okay. Redstone Ore kriegt man raus. Ich schätze mal, wir brauchen mehr Yellow Laser Lenses. Die mache ich nachher einfach mal fertig. Die waren ja nicht teuer. Kann ich einfach so, jawohl. Wahrscheinlich mal raus. Mausrad machen. Ups. Man sollte aufpassen, wo man hinfliegt. Und ich sehe auch gerade, wir haben ein Processing-Upgrade zu wenig. Ah, ich habe ja eben eins ins Dingens getan. Ja, schau mal, wie das jetzt hier schon durchrattert. Im Grunde genommen sagen wir jetzt eigentlich auch hier einfach nur noch, Output soll nach oben gepusht werden in die Ender Chest. Und dann sollten wir eigentlich immer dann und wann immer mal ein Draw All Simodium kriegen. Ich werde jetzt einfach noch ein paar Laserlenses hier einfügen und dann schauen wir das Ganze auch nochmal an. Na, ändert ihr euch noch an diesem Ort? Was habe ich jetzt schon wieder am Sa'aza verloren? Naja, gleiche wie eben auch. Wir wollen den nächsten Laserdrill aufbauen. So, noch einer kurzen Fahrt einmal runter und einmal kurz neue Flaxpilz holen, welche ich anscheinend weggetan hatte. Haben wir hier auch den Desert Hills All Laser Base, das würde ich sagen. Einmal so. Einmal so. Ja, danke. Einmal so. Und. Und einmal so. Alles fürs Try, so soll es sein. Dann können wir hier wieder Strom anschließen. Und mir fällt, glaube ich, etwas auf. Ich habe, glaube ich, den Twilight Travels nicht schon geloadet. So, dann einmal. Upp. Überall die Upgrades rein. Und dann kann das muntere Bohren auch schon beginnen. Dieses Mal habe ich alle Laserlenses dabei. Vielleicht haben wir gleich auch schon unser erstes Vibranium. Würde mich sogar sehr, sehr freuen, bin ich ehrlich. Da ist es doch schon. Sehr, sehr schön. Und wir können jetzt hier die Green Laserlenses reintun. So, wir wollen Output oben pushen und eine Ender Chest drauf. Und dieses Mal wollen wir hier. Damit wir hier an die nächste Ressource rankommen, müssen wir jetzt leider einen kleinen Umweg machen. Denn wir haben jetzt erstmal All Simodium aus dem Twilight Forest. Wir haben Vibranium aus dem Azabium. Und die letzte Ressource ist Unobtainium aus dem End. Dafür habe ich mal ganz kurz hier schon mal so einen Endkick vorbereitet. Packe ich mir jetzt einfach mal ganz doof hier hin. Und dann haben wir noch so ein kleines Problemchen mit so einem fliegenden Hühnchen da. Dafür habe ich mir jetzt einfach mal so ganz doof hier so meinen Bogen verzaugert, den ich rumfliegen hatte.
Bevor wir jetzt aber da reingehen, will ich mir sogar ein Data-Modell noch machen. Denn wir werden auf jeden Fall den Enderdrachen als Modul haben wollen. Denn der Enderdrache gibt uns über die Dragon Prediction, können wir Dracheneier kriegen. Weiß ich noch nicht, ob wir die gebrauchen werden, aber ich will es einfach auf Vorrat haben. Und Dragon's Breath, was wir auf jeden Fall mal gebrauchen können. Deswegen nehme ich mir jetzt auch schon ein paar Flaschen mit. Eine nehmen wir sowieso schon mal mit, weil ich reingehe. Nee, und dann würde ich sagen, nehme ich mir mein Grogmanseur raus und wir machen richtig drauf. Muss ich mit der näheren Hand machen. Ich wollte schon gerade sagen. Also gerade hätte ich fast geschrien. So, wo sind natürlich fliegende Hühnchen? Da oben. Data Model. Sehr schön. Können wir einfach. Ja, wir können sogar einfach zuhauen. Na, mach's jetzt auch mal ein bisschen. Schaffen wir. Können wir das tanken? Ja, locker easy. Der schnellste Enderdrachenfighter aller Zeiten. Ah, jetzt. Bisschen Dragon's Breath. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn mit Dragon's Breath können wir jetzt auch schauen, dass wir den Verzauberungstisch upgraden. Oh, das haben sie schon. Oh. Wie viel Dragon's Breath brauchen wir denn? Endchefs können wir jetzt machen. Bisschen Ender Airbot, das können wir auch nochmal mitnehmen. Ich nehme einfach so ein paar Mal mit. Weil ansonsten heißt es gleich auf jeden Fall ein paar Mal den Enderdrachen klatschen. Beziehungsweise vielleicht mache ich irgendwann mal. Ansonsten boxe ich dich jetzt einfach um. Du hast deinen Nutzen schon getan. Dankeschön. Auf weg mit euch. So, hohe Pilzart haben wir bekommen. Dragon Scales, das ist auch sehr gut. Und ein bisschen Erfahrung. Level 280, sehr schön. So, dann tun wir jetzt das Zeug einmal weg. Wir nehmen die Enderperlen, weil wir müssen ins End Highlands Biom. Dafür nehmen wir einmal hier den Gateway. Wow. Das war aber richtig scheiße geworfen. Alles einmal einladen. And Midlands. Nein. Jetzt sag mir bitte nicht. Das war die schnellste Reise in End Highlands, die ich je hatte. Ich weiß nicht mehr, wo es war. Ich glaube, also Mods 6 habe ich ungelogen 3 Stunden nach diesem Bio besucht. Ich habe es echt schon erwartet, dass es wieder eine ewige Reise wird, aber das Modpack ist freundlich zu uns. Das finde ich super. Na. Ah, meine Maus ist nicht mehr so richtig da. Ich brauche mittlerweile mal eine neue Maus. Habe mich jetzt gerade schon gewundert, was hier los ist. Gut. Dann gleiche Sache wie immer aufbauen. Bis gleich. Hier ist gerade ein Boss von Apotheosis gespawnt und der bringt anscheinend hier gerade die ganzen Enderwelt um. Na komm, was hast du denn für uns? Ach du Scheiße, ist der Tank. Boah, ey. Oh, so viel besser. Mal gucken, was er so droppt. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Der ist jetzt einfach despawned. Aber hier ist anscheinend irgendwo noch ein naja gespawnt. Ah, da hinten. Schau doch mal, was du drauf hast. Hier, ich guck dich sogar an.
hau dich hier. Gut. Versuch Nummer 2. Ja, okay. Unbreaking 4, Capturing 2, Efficiency 5 und 2 Sockets. Ja, ist jetzt nicht toll. Gut. Dann jetzt mal zurück zur eigentlichen Tätigkeit, wo ich dran war. So, die Laser Base steht hier auch. Und wir haben schon das erste Unobtainium bekommen. Klingt so ein bisschen obsidian raus. Gut. Eigentlich dann hier nur noch die Enderchest drauf und nach oben wieder rauspushen. Und dann haben wir auch schon alles erledigt, was wir hier brauchen. Und durch diese kleine Aktion heute haben wir einfach so viel Olsemodium, Vibranium und Unobtainium. Also ich habe jetzt eben schon mal reingeschaut, Vibranium, Unobtainium sind wir noch so um die 900 rum. Aber Olsemodium haben wir schon über 2000 und Vibranium geht richtig gut ab, sind wir schon bei 3000. Also, ich würde sagen, wir gucken, dass wir das alles ein bisschen hochskalieren, weil wir für den All the Mods da einiges brauchen werden. Unobtainium, ja, ich habe jetzt erstmal nur die Rüstung so weit bis hochgepusht. Wir werden es aber für Red Matter auf jeden Fall brauchen. Ansonsten wüsste ich jetzt, wir könnten die Öfen machen, die Öfen nochmal komplett upgraden. Infinity Range Booster. Es gibt schon gute Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Also, Optionen sind da. Gut, würde ich sagen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, drückt doch bitte auf den Abonnieren-Button. Und die Glocke nicht vergessen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer. Bis dahin, tschüss.